Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, ich habe vorhin hier ein paar Blöcke aufgesammelt, die wir da unten liegen haben lassen. Die hängen jetzt da drüben. Und dann habe ich direkt da hinten so ein wunderbares Gefährt gesehen. Und mir ist auch direkt aufgefallen, dass er die großen Venture-Reifen hat. Da denke ich mir doch direkt, Jackpot. Vielleicht hat er auch die Tanks, die wir die ganze Zeit suchen. Mal gucken. Ich habe hier definitiv auf meinen Autos ein paar kleine Veränderungen gemacht. Zum Beispiel habe ich es hier vorne ein bisschen verlängert. Hinten auch ein bisschen verlängert. Und mein Ressourcensammler, den habe ich auch ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich da die Schubdüse hochgesetzt, weil mit der bin ich halt überall hängen geblieben. So dürfte ich halt überall ein bisschen besser durchkommen. Aber jetzt holen wir uns erst einmal die großen Räder. Ja. Ich hoffe mal, dass der Tanks hat. So, dann mal Feuer frei. Naja, er ist zumindest gut bewaffnet. Da fliegen schon mal die ganzen Waffen. Ach du Schreck, ich muss hier ein bisschen Land gewinnen. Supi. Gut, die großen Venture-Räder nehme ich natürlich an mich. Das sollte klar sein. Wegen denen haben wir ihn angegriffen, aber er hatte leider keine Tanks. Oh, da fehlt uns noch eine Raketenorgel. Die können wir direkt mal montieren. So, was bist du für eine Kugel? Eine Schildblase. Genau. Wo könnte man ein Schild gebrauchen? Weiter in der Mitte, oder? So, die Blöcke lasse ich mal kurz liegen. Yay. Überladen, wunderbar. Naja gut, meine Schubdüse regelt den Rest. Ansonsten hat er hier leider nichts Interessantes fallen lassen. Ich bringe erstmal die neuen Räder in Sicherheit. Und vielleicht bauen wir uns direkt mal ein neues Vehikel. Weil genug Bauteile haben wir ja. Das Düsenjet wird dann leider warten müssen. Ich bräuchte jetzt erstmal irgendetwas, was weitaus mobiler ist als das, was wir jetzt haben. So. Das Ganze. Moment mal kurz. Hab ich da gerade Räder verloren? Na komm, hier mal kurz hingehangen. Dann sehe ich besser, wo ich da was korrigieren muss. Wo zur Hölle kommen jetzt die Räder her? Naja gut, du bist da ein bisschen unnütz. Gut, hängen wir die halt einfach mal zum Trocknen auf. Früher oder später werden wir die auch brauchen. So, als allererstes brauchen wir jetzt natürlich ein Cockpit. Habe ich da noch irgendwo eins? Hier hängt natürlich eins, aber ich bräuchte da noch ein eigenständiges. Hier. Nein, Moment mal kurz. Du bist so ein KI-Pod. Du bist ein Cockpit. Genau. Gut. Dann machen wir dich mal kurz lang. So länger als breit vielleicht. Na super. Keine Sorge, Leute, das korrigiere ich auch gleich. Aber ein bisschen Breite wird da auch nicht schaden. Kommt hier schon mal das erste Rad hin und hier das zweite. Vielleicht mache ich hinten auch nur dünne Räder drauf. Wobei, das hat nicht denselben Style. Habe ich da noch kurze Blöcke mit so Einser und so? Und was mir immer weiter negativ auffällt ist, desto mehr Blöcke und Partikel ich hier habe, umso schwerer tut sich das Spiel hier irgendwelche Berechnungen anzustellen. Ich
glaube, da muss die Engine mal grundlegend überarbeitet werden, weil die packt einfach nicht so viel, wie es aussieht. So, dann kommst du mal ran. Und damit haben wir schon mal das Grundgerüst. Ja gut. Lässt sich einigermaßen eigenartig steuern. Uhuhu. So viel Mobilität wollte ich dann auch wieder nicht. War schön. Gut, dann montiere ich hier noch meine Batterien. So, und dann fahren wir mal kurz zum Einkaufen. Denn ich brauche noch Reparatur und Schildblasen. Uhuhu, das geht ja ab. Ich glaube, mit diesem Vehikel werden wir eine längere Erkundungstour machen. Und warum hängt meine Maus da unten fest? Naja, die hängen eigentlich nur am Mausbett fest. Gut, Blöcke, dann benötige ich eine Schildblase. Da gönnen wir uns gleich mal zwei. Vielleicht noch zwei weitere Batterien, eine Reparaturblase. Moment mal kurz, warum bist du nur schon aufgeladen? Naja, ich möchte mich nicht beschweren. Hey! Oh, nix wie weg dort. Öffnet ihr einfach das Feuer? Es ist nur so ein Mini-Dröhnchen. Hat leider aber auch nicht das, was wir suchen. So, dann balancieren wir mal alles noch mal ein bisschen aus. So und so. Und so und so. Gut. Ja, ist gut. Beruhig dich wieder, Musik. Ich werde noch ein paar Teile mehr kaufen können. Moment mal kurz. Dich könnten wir eigentlich ein bisschen weiter zurücksetzen, damit du aufgeladen wirst. Nicht, dass du mir komplett schildfrei rumstehst. Au. So, und dann wirst du aus zwei Quellen direkt aufgetankt. Sehr schön. Machen wir hier mal seitlich die Batterienfächer zu. Ich bräuchte da so einer Blöcke, wie es aussieht. Wenn wir hier erstmal die ganzen Batterien zumachen. Moment. Nee, Freundchen, so nicht. Kommt er einfach hier und macht ein bisschen Radau. Gut, jedem das seine, aber das war ein bisschen unüberlegt von ihm, könnte man behaupten. So, und ich hoffe, die Traglastreifen hält so lange. Ah, da haben wir so einen Block. Der mir an sich nichts bringt. Aber egal. Ich muss mal kurz hier rüber. Dann habe ich hier auch noch einen Block. Sehr schön. Das Cockpit vorne muss ich noch ein bisschen abschirmen. Ah, da oben habe ich ja auch noch Blöcke. Gut. Eins. Zwei. Machen wir es andersrum. So und so. Natürlich bist du jetzt schon überladen, oder wie? Du bist noch nicht mal beladen und schon überladen. Respekt. Schafft auch nicht jeder. Ach, Heidewitzka. Na komm, geben wir dir noch so zwei Antriebsdinger. Nicht dahin, aber da unten hin. Eins. Und zwei. So, jetzt machen wir mal eine kurze Spazierfahrt. Steuert sich eigentlich noch recht angenehm. Damit dürfte ich in der Wüste so ziemlich überall hinkommen. Nun gut, da muss ich jetzt nur noch die Batterien zumachen und Bewaffnung.
Dann können wir in der nächsten Folge damit eine kleine Erkundungstour machen. Moment, ein Radar. Hier haben wir definitiv eins verbaut. Die Frage ist nur, wo... Ach, hier oben. So, ein Radar ist natürlich wichtig. Eins, zwei, Radar zu. Dann ziehen wir hier einfach mal einen Streifen durch. Und da keiner auf die doofe Idee kommt, auf unsere Batterien zu feuern, dann ziehen wir zwar den Batteriestand nicht mehr, aber egal. So, jetzt nur noch die Bewaffnung. Nee, so wollte ich dich eigentlich nicht platzieren. Aber gut. Danke fürs Gespräch. So. Und mal kurz, da muss ich die Räder hier ein bisschen umdisponieren, weil ich brauche jetzt noch ein paar Blöcke, wie es mir gerade aufgefallen ist. Und da stören die sehr nur. Und ja, es wird langsam dunkel. Oh, das sind alles Einzelblöcke. Halb so wild. So. Oh, da ist noch eine Batterie offen. Da gehört sich natürlich auch ein klassischer Einzelblock hin. Kugeln müssen wir auch noch zumachen. Zum Beispiel erstmal dich. Eins. Zwei. Drei. Oh, das wollte ich natürlich nicht zumachen. Jetzt liegen hier wieder jede Menge Sachen auf dem Boden rum. Kann ich auf nichts anderes switchen, damit ich da näher rankomme? Gut, dann bist du hier verdeckt. Hier fehlt noch ein Einzelblock. Sehr schön. Dann fehlt jetzt nur noch eine schlagkräftige Bewaffnung. Dich können wir natürlich hier daneben setzen. Habe ich noch ein paar dieser Dinger? Nein. Dann nehmen wir noch ein paar Granatwerfer. Da kann sich keiner beschweren. Vorausgesetzt, ich montiere sie richtig. Ah, da kann ich natürlich nicht drüber schießen. Moment, erst mal austauschen. Genau. Dann kommst du hier hin. Was haben wir denn sonst noch so für Waffen zur Auswahl? Hier so eine Kanone nach links. Und so eine Kanone nach rechts. Ich habe doch noch bestimmt mehr Waffen hier rumliegen, oder? Moment mal kurz. Bisschen Gas geben, da unten lagen ja noch jede Menge Waffen rum, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hier liegen massenhaft Waffen rum. Zum Beispiel diese hier. So, was bist du für ein Föhn?
Ach, du bist so eine Art Turbine, oder? Für so einen Senkrechtstarter. Naja, nehmen wir dich mal mit. Hier liegen sonst keine weiteren Waffen rum. Oh, doch, hier. So, und langsam wird es wieder Tag, wie es aussieht. Du kommst dann hier drauf. Ich glaube, das sollte genug Feuerkraft sein für unsere erste Erkundungstour. Dementsprechend würde ich sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.